Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Roblox. Und zwar auf dem Server Emergency Emden, also auf das Spiel. Und ja, wie ihr schon sehen könnt, hört ihr zu reden, die, naja, nicht so realistisch sind. Ich will heute euch ein bisschen zeigen, was ist Emergency Emden. Und ist das besser als Emergency Hamburg oder nicht? Und dazu, also will ich einfach mal hier bei dem Busfahrer anfangen. Also in diesem Video fahren wir praktisch Busfahrer. Und was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, was ein Pluspunkt ist bei Emergency Emden, diese Autosounds. Denn ihr kennt es vielleicht bei Emergency Hamburg, gibt es halt nur den normalen Game Sound. Ja, wenn ich ein Video habe, also blende ich das einfach mal ein und dann seht ihr das. Auf jeden Fall hört mal hin. Ihr hört schon. Der hat auf jeden Fall einen anderen Sound, wenn man den startet und auch fährt. Nicht. Also alle Autos haben verschiedene Fahrbahnen. Ich kann nicht mehr reden. Alle Autos haben verschiedene Sounds, wenn man die anschaltet und halt fährt. Und das finde ich sehr, sehr geil. Ich habe übrigens schon mal ein Video gedreht, allerdings ohne Sound, also mein Mikrofon war aus. Das heißt, jetzt ist meine auf jeden Fall an, zum Glück. Was ich auf jeden Fall hier schon mal sagen kann, was auch geil ist, ist natürlich die Fahrzeug-App. Denn wenn du, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt zu deinem Auto hinfahren laufen willst, kannst du einfach von hier aus BAM machen und dann kannst du halt schon einsteigen. Oder du gehst halt wieder weg und musst nicht direkt auf C drücken, ne? Dann kannst du einfach hier drauf drücken und dein Auto ist abgeschlossen. Ja, gehen wir mal auf jeden Fall erstmal hier rein. So, was wir hier auch sehen können, ist, dass ich natürlich durch das andere Video schon XP gesammelt habe. Allerdings hatte ich halt kein Mikrofon an, also meiner war stumm geschaltet. Auf jeden Fall hier kann man den Busfahrerjob machen und es gibt auch so Jobstrikes. Ja. Und halt XP, die kennt ihr auch von Dingens. Was mir auffällt ist, dass hier stehen verdientes Geld 0, verdiente XP 0. Ich glaube, das liegt daran, dass hier das angezeigt wird, was du heute geschafft hast. Das sehen wir dann, wenn wir hier wieder irgendwann mal angekommen sind. So. Na, hier, was ich auch schon mal sehen kann ist, dass es natürlich bei Emergency Hamburg definitiv mehr Fahrzeuge gibt. Also hier beim Bus Job gibt es gerade mal nur zwei Busse und das weiß ich nicht, ob es so geil ist mit zwei Bussen die ganze Zeit, wenn man dann praktisch schon 4000 XP hat, die ganze Zeit mit demselben Bus immer zu fahren, ne? Also mit den zwei. Also wäre auf jeden Fall auch geil, wenn da neue Busse kommen werden würden und natürlich auch immer neue Autos und auch ein LKW-Job, den würde ich auch geil finden, denn ich habe auf Emergency Hamburg spiele ich auch sehr oft den LKW-Job, weil es einfach voll Bock macht. Und ich habe auch beim LKW-Job auf Emergency Hamburg tatsächlich den besten LKW, den es da gibt. Also auf jeden Fall sehr viel XP. Bei Polizei natürlich nicht, weil ich sehr selten tatsächlich bei Emergency Hamburg Polizei spiele. Unter anderem seht ihr jetzt hier schon wieder so einen komischen Feuerwehr-Typen, der scheinbar die Regeln nicht so ganz kennt von diesem Spiel. So. Hier gibt es auch so ein Parkhaus, das gibt es bei Emergency Hamburg auch. Navigationssystem ist auch zum Teil besser, aber auch natürlich schlechter. Denn hier wird automatisch die Linie gemacht. Wenn du praktisch von der Linie wegfährst, wird die Linie auch weiter gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das euch jetzt vorstellen könnt. Also praktisch, ihr seid hier bei Dealer B. Und wenn ihr bei Emergency Hamburg beispielsweise dort wärt, und ihr da, das ist doch grün gewesen, egal. Wenn ihr dort wärt, dann würde es praktisch so sein, dass ihr nur ab den Dealer B praktisch die Linie habt. Und wenn ihr wegfährt, dass die Linie dann weg ist. Und hier ist ein System langsamer fährt. Gefühlt
weiß was. Und ihr seht auch, es regnet und das wird jetzt hier im Wetterdingens auch angezeigt, ne? Hier Regen. Regnerisch, Samstag, 80%. Also, hier gibt es natürlich auch eine App, die euch ansagt, wann es regnet und wann nicht. Finde ich auch ein geiles Feature. Könnte natürlich auch bei Imagine für Hamburg geil kommen. Ja. Müssen wir mal sehen, was so bei Imagine habe ich noch für Updates gibt. Also, lasst gerne mal ein Like abo und einen Kommentar da. Und ja, für weitere Updates zu den Spielen. Ich werde wahrscheinlich auch jetzt zu jedem Update bei ImageCM etwas sagen. Also auch ein Video drüber machen, wenn dann ein Update kommt. Und auch bei ImageCM Hamburg natürlich, bei ImageCM Hamburg mache ich das natürlich schon immer. Also bei ImageCM Hamburg mache ich natürlich schon die ganze Zeit immer Videos, wenn da ein Update kommt. Genau. So. Jetzt ziehen wir hier mal kurz den Rollerfahrer ab, Alter. So. Perfekt. Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon, dass Hamburg trotzdem noch besser ist. Das hat auch mehr Spielerzahlen, weil die hatten gestern 15.000 und im Imagine Emden halt nur 1.000. Aber Imagine Emden könnte zum Teil natürlich eine Konkurrenz für Hamburg sein, ne? Also, das steht im Raum. Ob es das sein wird, weiß ich nicht. Ist mal dahingestellt. Allerdings, was ich hier auch sehe, ist, man hat hier keine Plus- und Minusanzahl, sondern die machen Werbung, dass man hier Geld kaufen soll. Das ist bei Emergency Hamburg nicht. Bei Emergency Hamburg wird beispielsweise hier, wo das Geld ist, angezeigt, wie viel du Plus und Minus gemacht hast. Das ist halt auch wieder ein geiles Ding bei Emergency Hamburg, halt, ne? Also das ist wieder ein Minuspunkt natürlich bei Emergency Emden, dass sie so eine Anzeige nicht reingemacht haben. Ich fände es nämlich cool, wenn die das machen würden. Und anstatt Werbung halt sowas. Weil das kommt dann auch bei den Spielern natürlich gut an. Ja. Aber natürlich gibt es hier auf jeden Fall auch drei Pluspunkte, nämlich einmal die Fahrzeug-App, die Wetter-App und die Snapchat-App. Und die gibt es bei Imagine Hamburg halt nicht. Und ja. Das ist halt auch wieder eine nice Sache. Also man kann hier direkt sehen, wann es regnerisch sein soll. Jetzt hat sich es beispielsweise, wie ihr hier sehen könnt, schon wieder aktualisiert. Also ist auf jeden Fall sehr nice gemacht, auch das Fahrzeugdings hier und auch das hier. Also hier habe ich jetzt noch nichts reingeschrieben, hier schreibt auch keiner rein. Aber das finde ich wirklich sehr geil gemacht. Ja. So. Ja, was es dann halt hier noch gibt, sind natürlich die Einstellungen. Hier kannst du auch Fahrzeug-Einstellungen, hier GUI-Einstellungen kannst du hier einstellen und so weiter und so fort. Also du kannst hier sehr viele Sachen einstellen. Du kannst sogar einstellen, wie laut und sowas hier alles sein soll. Und die Grafikeinstellungen kannst du natürlich auch einstellen. Aber die kann man natürlich auch alles. Also das kann man halt auch alles bei Hamburg machen. Also das ist nichts Neues. Ja, also was auf jeden Fall besser ist als bei Imagine Hamburg, ist natürlich die. Ich bin nicht mehr drüber gefahren. Hey, jetzt bin ich mehr drüber gefahren. Ist natürlich die Sounds bei einem Fahrzeug, denn die Sounds bei einem Fahrzeug sind natürlich anders. Also, ja, also man hat hier halt bei den Fahrzeugen immer verschiedene Start-Sounds, also wenn man die Autos anmacht und auch Drive-Sounds. Und bei Imagine Hamburg sind halt alle Autos mit den Sounds gleich. Also da gibt es keinen Soundunterschied bei den Autos. Finde ich tatsächlich sehr schade. Also es wäre sehr geil, wenn die Sounds auch so realistisch gemacht werden würden. Aber das ist halt nicht der Fall. Und ja, muss man halt auch mal akzeptieren. Ich denke mal, die machen das irgendwann, dass das so gemacht wird. Ja, aber mal gucken.
Also mal sehen, ob es das kommt. Was es hier auch gibt, ist so ein Sie fahren Schild. Also wenn ich jetzt hier drücke, es stehen, wann eine Kamera umdreht, dann seht ihr das. Noch Geld. So. Und ja, das ist natürlich auch eine nice Sache. Das gibt es bei Emotions ja wohl auch wieder nicht. Aber das sind halt auch so kleine Features, die es dann halt wieder unterschiedlich machen zu den Spielen. Und ja, also Emergency Emden kann auf jeden Fall zu Hamburg mithalten, wenn die auf jeden Fall noch ein paar Dinge ändern und auch mehr Jobs und mehr Fahrzeuge reinbringen. Würden das auf jeden Fall auch mehr Spieler spielen. Ne? Aber ja. Weil was sie hier auf jeden Fall für einen Vorteil haben, ist halt, auf jeden Fall finde ich persönlich, der Sound bei den Fahrzeugen. Die sind halt verschieden. Und bei Hamburg, sind die halt irgendwie gleich. Und das finde ich tatsächlich nicht so geil. Man muss dann halt auch jeder. Mann. Aber es muss halt dann wieder auch jeder für sich selber entscheiden, ob die das jetzt egal finden, ob da Sound ist oder halt nicht, ne? Also ich finde es tatsächlich nicht so geil, weil ich finde es geiler, wenn die Sounds auch realistisch sind. Aber ja. Muss man dann halt selbst wissen. Bin leider gerade bei einem vorbeigefahren. So. Genau. Aber ich finde sonst das Spiel eigentlich recht geil. Ne, auf jeden Fall die Fahrzeug-App, die ist wirklich eine nice Sache. Das haben die auf jeden Fall geil gemacht, was hier eine Dingens ist. Und ja. Genau. Natürlich gibt es ja auch die gleichen Idioten auf dem auf der Straße wie in Hamburg. Aber das sind halt einfach die Leute, die 13 und 12 Jahre alt sind, die halt noch nichts gefühlt von diesen Spielen hier verstehen und trotzdem das Spiel irgendwie spielen können. Ja. Jetzt können wir hier sogar sehen, wie schnell ich fahre. Also jetzt seht ihr es, ich fahre 46 und es ist halt rot. Wenn jetzt 30, wenn jetzt 30 fahren würde, dann würdet ihr sehen, dass das dann halt auch grün wäre. So. Genau. Zack, dann fahren wir mal weiter. So, ihr seht schon, ne, diese Lenkungen sind auch bei den Polizeifahrzeugen nicht so geil. Also, das ist tatsächlich wirklich ein Minuspunkt, die Lenkung, Alter. Die Lenkung ist meiner Meinung nach nicht so geil wie bei Hamburg. Da kannst du bei Hamburg irgendwie geiler fahren. Und dann fährst du auch nicht gegen so welche Laternen, weil du die Kurve nicht kriegst, ne? Also, ja. Was es natürlich dann hier wieder gibt, ist, dass wenn du auf der Leerzeichentaste drückst, dass du driftest. Das gibt es tatsächlich bei Hamburg ja wieder nicht, ne? Bei Hamburg kannst du nicht driften. Also du kannst driften, indem du schnell um die Kurve fährst. Ja, dann kommt natürlich auch eine Drift-Animation. Aber so driften mit dem Leerzeichen kannst du halt nicht. Ja. Oder halt bremsen, ne, mit Leerzeichen, weil wenn du Leerzeichen drückst, dann bist du bei Emergency Hamburg halt. Warum blink ich? Dann bist du bei Emergency Hamburg halt direkt draußen. Also dann gehst halt aus das Auto raus. Ne? Hier musst du natürlich E drücken, um auszusteigen. Finde ich auf jeden Fall auch geil. Was auch geil ist, dass es hier tatsächlich sogar hier so ein Funk gibt. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücken würde, halt Unterstützung anfordern könnte. Allerdings ist das bei Emergency Hamburg halt geiler, weil ich denke mal, dass es das so auch bei der Polizei aussieht, der Funk. Bei Emergency Hamburg ist es halt auch wieder geiler, weil du halt noch verschiedene Sachen auswählen kannst, beispielsweise Verstärkung anfordern oder ich fahre an oder sowas. Und ja, das gibt es halt hier nicht. Hier kannst du nur Unterstützung anrufen. Ich kann jetzt auch hier mal kurz drauf drücken. Dann steht hier, Hilfe ist auf dem Weg und sowas alles.
So. Okay. Aber sonst ist eigentlich alles relativ gleich wie bei Legends hier. Also die Blitzer sind eventuell ein bisschen anders. Die Sounds sind anders. Es gibt drei Apps, die Hamburg nicht hat. Funk ist anders. Und sonst Lüft ist natürlich auch anders und sonst eigentlich nicht viel. Ne? Ah, und die Spielerzahlen, die sind natürlich auch anders. Ne? In Legends Hamburg hat halt einfach mehr Spielerzahlen als Emden, aber gut. Ich glaube tatsächlich auch, Erwin und Felix sind, glaube ich, auch so aktuell die Besten, die das einfach können. So, wenn ich jetzt aussteige, muss ich E drücken und dann kann ich jetzt hier weggehen und einfach schön mit meiner App einfach den hier machen. Zack. Motor geht aus, Türen gehen zu, fertig. Jetzt kann hier keiner mehr einsteigen. So, jetzt kann ich ganz schön geschillt oder halt rennen zum Busstopp gehen. Einfach mal hier Schicht beenden. Und jetzt seht ihr hier auch, ich habe 120 XP verdient und 450 Euro. Jetzt können wir hier mal in meiner App gucken. Wie viel Geld habe ich denn schon? Ich habe 2940. Das ist doch geil. Kaufen wir uns erstmal ein Auto. Nein, Spaß. So, guck mal, ich bin jetzt hier ganz hinten und jetzt kann ich einfach schon mein Fahrzeug öffnen. Zack. Und kann dann halt einfach direkt einsteigen und losfahren. Zack. Am besten ohne Musik. Weil ich weiß nicht, ob das Copyright-Musik ist. Aber egal. So, da kann ich jetzt hier ganz normal fahren. Vergesst immer, dass der Blinker hier ein bisschen anders ist. Aber egal. Leute, ich würde auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auch meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hat wieder gekocht, wenn ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Kommentar. Haut rein, Leute. Ciao.